So Leute, einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe euch gesagt, wir wollen jetzt hier so ein bisschen zocken. Ihr seht, ich habe jetzt Licht, also Level 30, Licht Level 146 ist geblieben. Weil ich habe was gespielt und ich dachte, dass das dazugehört. Aber nein, ich habe ja noch, könnt ihr ja hier sehen, hier ist noch lila offen. Das ist vom Haus der Wölfe oder wie das letzte DLC hieß, weil ich das noch nicht beendet habe. Aber das mache ich nicht weiter, das hebe ich mir auf für Manu. Das werde ich mit Manu zusammenspielen. Wir werden uns jetzt hier erstmal ransetzen und... Haben wir hier irgendwo was Neues noch dazu? Ist alles abgearbeitet. Ich will ja auch mal gucken, ob wir hier noch irgendwelche neuen Levels dazu gekriegt haben. Hier, das ist neu. Haus der Wölfe. Ach so, das gehört zum Haus der Wölfe. Story. So, jetzt gucken wir mal hier. Der Raid, den kann ich machen. Hier ist was Neues damit bei. Oh, was? Da war noch was. Da war noch was. Da war noch was. Hier ist noch was Neues mit bei. Da sollen wir auch hin, so wie es aussieht. So. Das ist Vorhut. Vorhut sieht jetzt auch etwas anders aus. Okay. König der Besiegten. Achso, da können wir uns das nur angucken, oder was? Einst blickte ich auf zu den Sternen. Ich war ein Hüter. Ich stellte mich der Dunkelheit entgegen. Das sieht schon mal geil aus, muss ich sagen. Und sah Hoffnung. Und eine Zukunft voller Licht. Sechs von euch stiegen hinab in die Grube. Du wolltest Rache für die, die ich verlor. Du tötetest einen Gott. Kota. Mit seinem letzten Atemzug rief er hinaus in die Nacht. Und nun hat die Nacht geantwortet. Oryx, Krotas Vater. Er riecht das Blut seines Sohnes. An deinen Händen. Alter Schalter. Oryx wird nicht aufgeben. Er ist wegen dir hier. Und du musst dich ihm stellen. Dem König der Besessenen. Also finde ich so diese Anfänger hier von Destiny, diese Videos haben sie immer so richtig geil gemacht. Ich finde es echt schade, dass sie bei der Story da so viel weggemacht haben. Hier kommt denn wohl noch was dazu, so wie es aussieht. Was haben wir? Mond? Haben wir beim Mond noch irgendwas Neues? Nö, beim Mond haben wir nichts Neues. Aber seht ihr das, dass hier noch was kommt? Dass hier so ein Kreis drum ist? Also es scheint so, als wenn hier noch was passieren wird. Weil hier, seht ihr ja, hier ist so ein Kreis drum. So wie hier um den Planeten. Und hier, nee, hier... Hier, also da bin ich mal sehr gespannt, was noch auf uns zukommt. Vorhut. Was haben wir denn hier? Kann ich nicht spielen, wenn wir das spielen. Das ist auch anders. Das war mal früher hier bei Vorhut so, dass man hier... Hier ist fehlt ohne was. Dass man hier Tiger und so was alles auswählen konnte. Das haben sie jetzt auch anders gemacht. Hier ist
So, hier müssen wir hin. Okay. Dann werden wir mal anfangen mit König der Besessenen. So, wir nehmen Schwierigkeitsgrad. Nee, danke. Lass mal gut sein. Wir bleiben bei dem. Also die haben echt... Oh. Viel gemacht. Meine Existenz begann, als der Reisende starb. Als der Geist um uns herum unterging. Vor diesem Tag gab es keine Geister. Und es gab keine Hüter. Ich weiß nicht viel über den Reisenden, aber er erschuf mich, um dich zurückzubringen. Und ich habe eine lange, lange Zeit damit verbracht, nach dir zu suchen. Das Kosmodrom? Nicht der erste Ort, an dem ich suchte. Als ich sah, wie die anderen Geister ihre Hüter fanden und die Jahrhunderte vergingen, zweifelte ich, ob ich dich jemals finden würde. Und dann fand ich dich. Endlich quatscht der Geist mal. Ich erinnere mich an alles vom Tag meiner Geburt. Ich trage noch immer die Narben. Die Erwachten sind nun meine Familie. Und ich ihre Königin. Ach, die Königin war auch mal ein Hüter? Wir kämpften, um unsere schöne Kreation zu schützen. Und nun kommt dieses Biest und nennt sich König? Marasov verbeugt sich vor niemandem. Alter, wie geil! Das hat mit dem Schiff ja nichts gemacht. Wir wissen beide, wie es enden wird. Schon seit du entkommen bist aus dieser Grube. Die Erwachten haben ihren Teil der Geschichte geleistet. Es war alles Teil des Plans. Führe sie, verborgene Freundin. Es hängt alles von dir ab.
Was für eine verborgene Freunde? Ich das weiß, ich sehe. Jetzt sehe ich gerade gar nicht mehr durch. Hüter, hier spricht Commander Zavala. Von der Kabalbasis auf Phobos wird ein Signal auf allen Kanälen gesendet. Die Tatsache, dass sie die Übertragungsstille unterbrechen, könnte ein Vorzeichen eines ausgewachsenen Angriffs sein. Wir machen uns zur Landung auf Phobos bereit. Ich werde deine Übertragungen überwachen, Geist. Viel Glück euch beiden. Das sieht doch einfach nur geil aus, oder? Zavala. Die Kabale evakuieren mit großer Mühe. Sie werden dort unten auseinandergenommen. Irgendetwas hat uns angezogen. Ich kann es fühlen. Hüter, ich habe Eris Morn gebeten, den Kanal zu überwachen. Ich höre Stimmen in der Finsternis. Was zur Hölle war das? Fingerspitzen auf der Oberfläche meines Verstandes. Ja, danke für deinen Input, Eris. Noch etwas verwirrt. Na, das wird sich noch aufklären. Die Stimmen werden lauter. Ich werde es erdulden. Psst.
Sie sagen ein Wort. Einen Namen. Er ist ihr. Licht, übergib mir deinen Willen. Alter, Scheiße, was ist denn hier? Hat eigentlich null Chance. Sein Gesicht gesehen. Es war seine Hand, die die Kabale transformiert hat. Oryx, König der Besessenen. Vergiss die Mission. Geh zu deinem Schiff und verschwinde von hier. Boah. Leck mich am Arsch, was ist denn hier? Das passt zu einem Bild, das ich am Weltengrab aufgenommen habe. Ein Grabschiff. Die existieren in unserem System nicht. Ich markiere es für den Teleport zur Vorhut und hoffe, wir bekommen ein Signal. Sie schickten Teams aus, um anormalen Energiefluktuationen auf der Basis auf den Grund zu gehen. Keine der Einheiten meldete sich zurück. Hier ist eine Benachrichtigung von vor 3 Tagen. Ein gewisser Primus Taaun gab alle Ausgrabungsarbeiten auf Phobos auf, sowie eine laufende Investigation einer Bedrohung außerhalb des Jupiter-Komplexes. Abbaustätten der Kabale überall auf dem Mars und die Phobos sind getroffen. Verluste der Blinden Legion 35%. Verluste bei den Sandfressern 58%.
Staubriesen 39%. Was geht hier vor? Die Basis ist verloren. Wir haben Berichte über diese Besessenen von überall im System. Los, mach dich auf den Weg. Unser Schiff landet auf der anderen Seite des Flugplatzes. Beeil dich! Scheiße. Wir sind fast da. Stirb, du Hund! Aber dass man hier bessere Teile findet, habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich finde immer noch grüne Teile. Zavala, wir haben es in unser Schiff geschafft. Wir sind auf dem Heimflug. Müsste mal gucken, was ich noch an Glimmerkarten, an diesen komischen Karten machen muss. Thank you.
Straße... Scheiße. Ihre Anführer gehören dir. Der Rest wird hingerichtet. Nein. Versammle sie. Ich werde alle nehmen. Laut meinen Kontakten bei Saturn hat die Waffe nur einmal gefeuert. Die Königin attackiert nicht eine überlegene Macht. Wie hätte sie es wissen können? Oder irgendjemand? Wir brauchen einen Warlock im Inneren des Grabschiffs. Das schon wieder. Unsere Priorität muss der Schutz der Stadt sein. Unser Hüter hat einen guten Blick auf Phobos. Was auch immer Kabal gegen Kabal aufhetzte, ihre Basis fiel in Minuten. Wie lange halten wir durch? Bis wir verstehen, womit wir es zu tun haben. Sie sind besessen. Eris, schaff deinen Stein von meiner Karte. Sie hat nicht gesprochen, seit Crota fiel. Sie spricht jetzt, denn Oryx ist eingetroffen, um den letzten Pakt mit seinem Sohn zu erfüllen. Aber warum der Kampf gegen die Kabale? Kein Kampf. Besitz. Kontrolle ihres Willens. Wir greifen seine Armee an. Töten die Besessenen, bis nur er übrig ist. Was du tötest, wird Oryx ersetzen. Das Grabschiff also. Wie kommen wir an der Waffe vorbei? Ohne wie die Erwachten zu enden. Ich muss los. Ja, nach dem Schiff gucken. Kate, unsere Diskussion ist noch nicht zu Ende. Ja, ich weiß. Deswegen gehe ich hier. Schöne sarkastische Kommentare, so muss es sein. So gefällt mir das. So, und nun, jetzt haben wir das erledigt, was können wir jetzt machen? Oh, wir haben hier, hier, hier und, was nun? Haus der Wölfe, Haus der Wölfe. Dann gehen wir mal zum Turm. Gucken wir mal, was da los ist. Und dann würde ich da auch gleich den Part erstmal beenden und dann den nächsten mit euch anfangen. Wie gesagt, ich werde jetzt die nächste Zeit Destiny etwas intensiver wieder spielen. Ich will auch, bin auch am überlegen, ob ich nochmal die Story komplett durchspiele. Weil die soll ja jetzt besser geworden sein seit dem Update. Soll es sich ja auch wieder lohnen, nochmal die Story durchzuspielen, weil der Geist ja jetzt wohl angeblich mehr quatschen soll. Aber hat man ja schon ein bisschen was mitgekriegt, dass der Geist hier quatscht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. So. Jetzt sind wir auch am Turm. Meine E-Zigarette ist auch schon leer. Muss ich auch gleich neue Batterien ranziehen. Kann ich hier aber mal kicken. Jo, ist definitiv mehr Platz jetzt drin, ne? Oh, was? 72 Plätze. Na, wie geil ist das denn? So, dann können wir doch eigentlich mal langsam hier ein bisschen was rauspacken. Was ist das? Wird benutzt, um Gegenstände von Schüler zu kaufen. Aha, okay. Ich kann einzigartige Gegenstände kaufen. So, das nehmen wir mal raus.
Geistblüte, das lassen wir mal alles drin. Das kann man ja alle brauchen. Aszendente Energie brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich auch nicht. Bruchstück brauche ich jetzt auch nicht. Na, können wir ja Geistesblüte, Waffen zerlegen und so. Können wir ja alles erstmal wegpacken. So, das reicht, wenn ich das drinnen lasse. Und bei den Waffen, was haben wir denn hier alles? Ne, die wollen wir nicht lagern, die wollen wir gleich zerlegen. Oh, was haben wir denn hier? Ja, müssen wir mal gucken, was wir hier alles Schönes haben. Das können wir alle zerlegen. Oh, was haben wir denn hier? Grün. Aber nichts lila nicht. Ich krieg... Doch, hier, nee. Oder? Nee. Eine blaue Waffe ist das Einzige, was wir gekriegt haben. Ist ja auch ein bisschen traurig hier, ey. Ach, 72 Slot für Waffen. Dann haben wir hier noch Slots für Rüstungen. Wie geil ist das denn? Level 20? Hoppala, falsche Taste. So. Ein Helm. Level 20. Level 30. Was? Die haben mehr Level? Die Lilanen haben mehr Level als der? Und der ist doch aufgewertet, oder? Wozu werte ich den denn hier komplett auf, wenn jetzt hier grüne Zeug mehr wert ist? Ungewöhnlich. Achso, das ist legendär, ungewöhnlich. Auch Level 18, 28. Na toll. So, was haben wir denn hier noch? Ach, hier habe ich mein ganzes Zeug noch drinne. Achso, die Shader könnte ich ja auch mal rauspacken. Die brauche ich ja auch alle gar nicht. Ja, die Armbänder lassen wir mal noch drinne. Das ist Level 20. Level 20, 200, 130 kann weg. Warlock Rife, weg. 28, lassen wir mal drin. So, der hat 100 noch was. 150. Die sind besser, glaubst du? Aber die will ich ja noch komplett aufwerten. Die ist ja noch nicht fertig. Ich brauche ja noch... Ach. Brauch dafür ein... Ditte und dann erhöht die Angriffswert auf den höchsten Wert von Jahr 1. Die Waffe verursacht... Okay, dann nehme ich doch mal die Waffenteile wieder mit drin. Kann ich ja brauchen, so wie es aussieht. So. Jetzt müssen wir denn doch noch mal runter. Ach, komm, spring da hier runter. Mensch, spring da runter. Spring da runter. So. Ach, zweimal lila so ja hier zum Abarbeiten. Sie sind ein Schleier, um unsere Angst zu verbergen. So. Wir wussten... Wir haben es angenommen. Aber das? Was hat denn die hier? Reif. Ich hab doch einen Reif. Was soll ich denn hier mit dem Plünderwich? So. Gehen wir erstmal hier hin. Kannst du durch die Nacht sehen? So, haben wir. Da ist der Hüter, nach dem ich gesucht habe. Okay, der einzige Weg, die Besessenen aufzuhalten, ist, dich aufs Grabschiff zu bekommen. Okay, Grabschiff. Cade, was flüsterst du Nichts. Da? Nichts. Ich nehme im Kosmodrom mit dir Kontakt auf. Jägerklasse... Jägerklasse, Jägerklasse, Jäger. Alles für Jägerklasse. Pass gut auf dich auf. So, jetzt gehen wir mal zu den Waffen. Was brauche ich denn, um diese Waffe jetzt hier kaufen zu können? Wo haben wir sie denn? Die ist es nicht. Das ist die.
Wenn ich diese im Jahr 2 erfordert Level 40. Ey, wie lange soll ich denn da machen, um Level 40 zu kriegen? Und dann brauche ich wie viele legendäre Marken? 150 legendäre Marken. Leck mich doch an der Dash. Wie kriege ich hier denn Vorhutabzeichen? Ich habe doch nur Vorabzeichen. Wie kriege ich jetzt legendäre Marken? Alles ein bisschen neu. Alles ein bisschen sehr verwirrend hier. So, dann werden wir das mal so machen. So, dann so 100. Was haben wir denn da? So. Die will ich erstmal zerlegen. So. Die haben wir zerlegt. So, 152, 152, 142, 147. Die weg. Weg. 52, 52. Feuerrate nehmen wir die auch weg. So. Ah, ist schlechter. Mit 45. 146 nehmen wir das. So, was haben wir hier? 147, 140. Das können wir zerlegen. Fordert Level 30, dann können wir die zerlegen. So, Helm. 155, 155, Stärke 22, 21. Nehmen wir das weg. Und den ausrüsten. Gut, dann steigt. Okay, gut. So, 100, so, dann nehmen wir das weg. 28, 27. Dann nehmen wir das weg. Das rennen. So, was haben wir hier? 127. So, dann hauen wir das mit 41 weg. So, jetzt haben wir hier ausgerüstet, bis zum geht nicht mehr. Jetzt wollen wir mal die updaten. Was haben wir denn hier Schönes? Rüstungsmaterial habe ich nicht so viel. Erhöht die Rüstung auf höchstmöglichen Wert von Jahr 1. Ich bin doch schon auf dem höchsten möglichen Wert von Jahr 1. Stärke 31, 150. Ah, nehmen wir mal lieber Waffe. Das würde ich mich jetzt sehr interessieren. So, jetzt nehmen wir das. 106, okay. Oh, jetzt kann ich das Update gar nicht kaufen, weil ich keine Scherbe habe. Oh, aber hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Die Waffe ist jetzt definitiv stärker. Das ist schon mal was. Also kriegt da auch noch ein bisschen was dazu. Mhm. Ich bin auch kurz vor Level 31. Ja, ist alles noch ein bisschen verwirrend hier im Spiel.
glaube, ich habe nicht das, sondern ich. Ja, Mausi, ich sehe dich doch. Ich sehe dich doch. Ich sehe dich doch. So. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten wieder mal. Wir machen das jetzt noch. Da. Zum Händler. Halle der Hüter. Ich war doch schon bei der Halle der Hüter. Wieso soll ich denn jetzt noch mal zur Halle der Hüter? Kroda war sein Sohn. Wir wussten davon. Ja, die sind gut. Leg die nach oben. Willst du was kaufen? Achso, das sind nur die Punkte. Ich soll da nicht mehr hin. So Leute, dann würde ich jetzt hier erstmal kurz wieder mal einen Cut machen. Und dann lasse ich das auch so komplett mit den 41 Minuten noch was. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video, wo wir uns die nächste Mission vornehmen. Und ich bin mal gespannt, was uns da geboten wird. Bis dahin sage ich erstmal, bleibt dran und ahoi, sagt euer Odin.